Mut hat und der die Entschlossenheit hat, mit diesem schwarzen System aufzuräumen. Und lieber Udo, ich kenne dich jetzt seit über 20 Jahren. Und ich sage dir aus tiefstem Herzen, ich vertraue dir persönlich. Ich weiß, dass die Freiheitliche Partei, dass unser Herbert Kickl, die FPÖ Niederösterreich, dir vertraut. Also die beste Grundvoraussetzung, dass am 29. Jänner die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dir vertrauen. Niederösterreich glaubt an dich, lieber Udo. Und liebe Freunde, wollen wir jetzt alle zusammenhalten? Wollen wir jetzt alle, die heute da sind, die sich das Video daheim anschauen, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Familien reden und sagen, drucken wir gemeinsam an, wir haben diese Demütigung dieses Systems nicht nötig. Liebe Freunde, wenn wir auch alle wirklich am Wahltag wählen gehen, ich sage euch ganz ehrlich, jammern und schimpfen ist zu wenig in dem Fall. Wenn wir am 29.01. auch alle wählen gehen und wann wir geschlossen andrucken, dann werden wir am 29. Jänner gemeinsam wieder gerade rücken, was diese schwarzen und roten Verrückten verrückt haben, liebe Freunde. Weil niemand in Niederösterreich es verdient hat, dass er in einem Bundesland wohnt und lebt und arbeitet, wo Politiker dafür bekannt sind, dass sie Korruption, Asylchaos und Preisexplosion verursachen. Weil niemand in diesem Land, von den Kindern bis zu den Eltern und Großeltern, verdient hat, dass ein Politiker glaubt, er stehe da oben und da unten, da ist der Pöbel, die Untertanen. Weil wir als einzige Kraft auf Augenhöhe mit den Leuten stehen, weil wir freiheitlich als einzige Kraft den Schulterschluss gemacht haben. Und deshalb werden wir die nächsten 3 Wochen gemeinsam andrucken. Weil ich, und so ehrlich bin ich, will, dass meine 2 Buben in einem Niederösterreich aufwachsen, wo der Niederösterreicher was zählt, dann kommt der Niederösterreicher, der Niederösterreicher, der Niederösterreicher, der Niederösterreicher, dann kommt lang nichts und dann kommt der Rest der Welt. Liebe Freunde, zusammenfassend kann man sagen, weil ich in einem Niederösterreich leben will und jeder von euch in Niederösterreich verdient hat, war der Landeshauptmann von Niederösterreich Udo Landbauer heißt. Und jetzt begrüßt mit mir gemeinsam denjenigen, der als Speer vorausgeht, denjenigen, den der Druck als erstes trifft, denjenigen, der das Ganze sicherstellt.